Guten Morgen, Leute. Es ist wirklich in aller Frühe. Morgens um 5:30. Ich bin eingeladen worden. Jetzt muss ich erst mal das Auto abkratzen und dann geht's in die Nähe von Crailsheim. Zunächst fahren wir noch dem Mond entgegen. Der besondere Zauber des Sonnenaufgangs soll nun ein besonderes Video einläuten, nämlich das anlässlich der nun endlich geknackten 10.000 Abonnentenmarke, Leute. Herzlichen Dank dafür. Jenseits von Herbsthausen ist bereits das Morgenrot zu sehen. Vor Blaufelden überqueren wir die Eisenbahnlinie Crailsheim-Lauda. Ja, und kurz vor Gerabronn sehen wir zum ersten Mal an diesem Tage die Sonne. Dann geht's durch das Städtchen Gerabronn und hinab ins Jagstal. Erst auf der Hochebene jenseits des Jagstales kommt nun die Sonne erst recht zur Geltung. Gegen 6.45 Uhr erreichen wir Ilshofen und schließlich unseren Startbahnhof. Die Sonne strahlt inzwischen vom Himmel und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit diesem Video. Zum ersten Mal seit März 2020 gehe ich mal wieder auf eine längere Reise mit der Bahn. Wir genießen den angehenden Tag, die Dampfschwaden, den Blick auf die Großkomburg vor Schwäbisch Hall und schließlich die Fahrt durch den Haller und den Gottwolshäuser Tunnel. Unvergleichliches Flair findet sich doch allein auf einer derart alten Zugtoilette. So, dann hatten wir in Heilbronn keine Einfahrt und schon geht's weiter.
wir unsere Reise in entgegengesetzter Richtung fortsetzen, muss die Lok 01180 hier umsetzen. Eine tolle Gelegenheit, sie im besten Licht vor die Linse zu bekommen. Modernen Nahverkehrs- und Stadtbahntriebwagen begegnet sie und setzt sich anmutig vor unseren Zug. Gleich hinter der Lok ein zusätzlicher Wasserwagen und schon geht unsere Reise weiter. Nun durchs Neckartal. In Eberbach am Neckar machen wir Station und zum ersten Mal erlebe ich diesen Wasserwagen im Einsatz. Diese Pumpe macht dann leider ganz schön Krach, wenn sie Wasser vom Kesselwagen in den Tender befördert. Thank you.
zurücklehnen und genießen, Leute. Und schon geht's weiter in Richtung Heidelberg. Ja, und ab hier habe ich die Aufnahme dann auf Musik gesetzt. Nicht, weil ich euch den Originalton nicht gönne, aber ihr habt es ja selbst gehört. Das Windgeräusch wurde immer schlimmer und leider unerträglich. Seite unserer Lok. Ja, und hier war so viel Krach durch die Pumpe des Kesselwagens, die vielen Gespräche der Leute am Bahnsteig. Es war einfach ein heilloses akustisches Durcheinander und dazu eben dieser scheußliche Wind. Ja, und der vereitelte dann auch die Tonspur der Ausfahrt in Richtung Mannheim. Weitere Ausfahrt unserer 01180 habe ich im Bahnhof Groß-Gerau-Dornberg gefilmt. Auch hier war der Ton unbrauchbar. Leider, Leute, es hätte euch nicht gefallen, glaubt mir das. Deswegen einfach mit chilliger Musik genießen wir die Einfahrt in den Frankfurter Hauptbahnhof. Thank you.
Und hier verabschieden wir uns nun tatsächlich zunächst mal von unserer 01. Habt ihr Lust auf einen Stadtbummel? Aber halt mal, im Bahnhof gibt's auch noch was. Eine gute alte Trix-Modellbahn gibt's hier noch. Genauso wie am Berliner Ostbahnhof. Welche wollen wir jetzt? Welche Zug? D-Zug, Güterzug? Nehmen wir den D-Zug. 01001. Müssen wir hier raufdrücken dann? Ja, ne? Probier's mal aus. Steck's mal. Ja, auf den weißen Knopf muss drücken, denke ich. Ja, 10. Und dann aufdrehen. Den kannst du aufdrücken. Und los geht's. Genießen wir ein paar Vorfrühlingsimpressionen aus Frankfurt am Main. Böses Kind. Ich glaube, die Gans ist schneller. Das wird nicht gut enden. Naja, die Gans wehrt sich. Naja, oder sie fliegt davon. Und zurück am Bahnhof. Wir hatten doch tatsächlich mit einem fahrplanmäßigen Dampfzug gerechnet. Normalerweise hätten wir hier für euch nochmals die Ausfahrt filmen können, aber er war nicht mal da. Er hatte extreme Verspätung. Die Rückfahrt mit einer zweiten Reisegruppe verzögerte sich bis in die Nacht hinein. Jo Leute, die Heimfahrt war dann nicht mehr ganz so spektakulär, nämlich mit der Gummieisenbahn über die Autobahn, aber noch nochmals herzlichen Dank an denjenigen, der uns diesen wunderschönen Tag geschenkt hat. Wir haben uns wirklich bestens amüsiert. Ja, und das hier ist jetzt die Kochertalbrücke, die höchste Autobahnbrücke Deutschlands. Und die Sonne geht wieder unter und ein schöner Tag geht zu Ende, wenn auch auf der Straße. Und wir sind wieder am Ausgangsort. Die Sonne spiegelt sich. Hier steht auch so eine Dampflok. Eine 80 ist es nicht, obwohl sie ihr ähnelt. Sehr stark sogar. Aber am Dom siehst du, das ist was anderes. Und ich glaube, ich habe sie erkannt. Für heute stehen die Signale auf Rot. Jo Leute, und so endet ein wunderschöner Tag hier wieder bei Crailsheim. Ich fahre jetzt doch heim. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Waren ja doch einige schöne Aufnahmen dabei, denke ich mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, wie immer, von Herzen. Euer Kunstmichi. Ciao. Ja, und zu dieser Zeit war der Dampfzug bereits wieder unterwegs, aber ich todmüde. Mein Berliner Kumpel und seine Familie haben vor Ort übernachtet. Also bleibt bitte unbedingt bis zum Schluss noch dran. Die Dampflok kommt nochmals. Und ihr wisst Bescheid, Leute, wenn ihr meine kreative Arbeit und diesen Kanal so ein bisschen unterstützen möchtet, gebt doch wie immer bitte sehr gerne ein Motivationssignal. Herzlichen Dank an jeden, der das tut. Ihr seid super. Ja, so dunkel war es tatsächlich. Zunächst nochmals eine Aufnahme von Timo aus Öhringen Hauptbahnhof. Und nun genießt die finale Handyaufnahme meines Berliner Kumpels.